Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei den heurigen Sommergesprächen. Unser erster Gast ist heute der Parteigründer und Obmann des Team Stronach, Frank Stronach. Danke fürs Kommen und guten Abend. Guten Abend, schön hier zu sein. Und ich hoffe, es wird sehr interessant für die Zuseher. Das hoffen wir alle, Herr Stronach. Bevor wir aber zu jenen Fragen kommen, die uns derzeit alle sehr bewegen, Terror, der Amoklauf in München, Attentate zuletzt in Deutschland. Herr Stronach, eine ganz grundsätzliche Frage an Sie, denn Sie haben kürzlich Ihren endgültigen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Und ich frage mich, ist das somit hier Ihr letztes Fernsehinterview als Politiker? Als Politiker kann sein, nicht? Also bis zu den nächsten Wahlen wird es noch vielleicht Monate oder vielleicht Jahre noch gehen. Und ich hoffe, dass ich dann noch von Zeit zu Zeit hier sein kann. Aber ich habe bekannt gegeben, dass ich bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten werde und der Name Stronach auch nicht mehr verwendet werden kann für politische Zwecke. Jetzt ist das ja eine Frage dessen, wann wir wählen. Also planmäßig wäre das 2018 der Fall. Mhm. Aber Herr Stronach, was dürfen wir uns bis dahin von Ihnen als Parteichef dann noch erwarten, wenn Sie mit Ihrer Partei oder zu Ihrer Partei jetzt so auf Distanz gehen? Na, wir sind gewählt worden, nicht? Das Team Stronach. Und wir sind verpflichtet, dass wir das Beste geben bis zur nächsten Wahl. Ja, aber was darf man sich erwarten von einem Parteichef, der dann ab und zu einmal aus Kanada nach Österreich kommt? Ja, ich mache mir große Sorgen um Österreich. Österreich liegt mir sehr am Herzen und ich sehe Österreich vielleicht ein bisschen anders von weiter Ferne. Und ich mache mir große Sorgen über Österreich. Und deshalb, ich habe einen Sanierungsplan entwickelt, der vielleicht sehr wichtig sein wird für Österreich. Einen Sanierungsplan, den Sie quasi einbringen in einer neu gegründeten Bewegung. Die heißt jetzt Vision Österreich. Mhm, genau. Damit wir es aber richtig verstehen, Ihre Partei lassen Sie quasi fallen. Es gibt kein Geld mehr. Sie wollen auch nicht mehr, dass Ihr Name künftig verwendet wird. Das stimmt nicht ganz so. Das stimmt nicht ganz so. Ich möchte hindeuten. Ich habe hier also die Abgeordneten, die haben eigentlich die meisten Stunden, nicht, in Fragen und Antworten und so weiter. Also die machen gute Arbeit, nicht? Die sind auf der Liste am höchsten oben, nicht von allen Parteien. Das Team Stronach, da muss ich Sie jetzt korrigieren, nämlich der Arbeitsbericht des Parlaments für das letzte Jahr, da war das Team Stronach mit nur 3 Anträgen eher das Schlusslicht. Nein, das sind lauter die Dinge, wo das Team Stronach am weitesten vorne ist. Okay. Aber das heißt, Sie sind zufrieden? Sie sind zufrieden mit Ihren Abgeordneten? Ich glaube, unter den Umständen machen die noch über sind, machen die das Beste daraus. Und natürlich, man ist manchmal anderer Ansicht wie Abgeordnete und das kann man nicht ändern. Und wenn jemand gewählt wird, dann haben die eine Stellung für 5 Jahre, aber solange das Parlament sitzt. Aber wie funktioniert das? Sind Sie in Kontakt? Also rufen die Abgeordneten oder Ihr Clubobmann Robert Luger in Kanada an und spricht mit Ihnen ab? Von Zeit zu Zeit werde ich angerufen, aber ich bin zwar ein bisschen enttäuscht über die ganze Zeit, nicht? Und im Nachhinein hätte ich das vielleicht auch ein bisschen anders machen sollen. Wie denn, Herr Stronach? Mein Ding, also wie ich wieder zurückgekommen bin nach Österreich, sind mir viele Dinge vorkommen, die für mich unverständlich waren. Und ich habe eigentlich nur das Käfig wollen ein bisschen rütteln, die Leute aufwecken und sagen, pass auf, so kann es nicht weitergehen. Und habe mich eigentlich politisch gar nicht so eigentlich einsetzen wollen, was ich gemacht habe. Okay. Am Käfig rütteln, da zitiere ich Sie, das ist das Stichwort. Denn lassen Sie uns einmal ein bisschen zurückblicken. Ja. Nämlich vor 4 Jahren haben Sie das Team Stronach gegründet, um am politischen System Österreichs zu rütteln, es umzukrempeln, wie Sie sagen. Aber beschäftigt war die Partei vorwiegend mit sich selbst. Denn von den ursprünglich 11 Abgeordneten sitzen jetzt nur noch 6 im Parlament, im Club des Team Stronach. Und auch sonst, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht vieles nach Plan verlaufen. Das wollen wir uns jetzt kurz ansehen.
Fünf Nationalratsabgeordnete sprengen ab. Landesgruppen lösen sich auf oder spalten sich ab. Schlagzeilen des Zerfalls. Im Team Stronach kommt es zum Streit. Mehrere Parteimitglieder werden ausgeschlossen. Im zweiten Anlauf hat sich das Team Stronach Oberösterreich nun erfolgreich aufgelöst. Läuft ebenso wie Parteigründerin Katrin Nachbauer zum ÖVP-Club über. Letzte Verbindung zur Bundespartei, ein Wahlkampfdarlehen. Das Team Stronach verliert eine weitere Landtagsabgeordnete. Landesrat Hans Mayer und alle Bezirkssprecher bis auf jenen des Flachgaus verlassen das Team Stronach. Das war ja nie eine Partei. Das war ein Sammelsurium von unzufriedenen Wählern und ein Sammelsurium von Söldnerabgeordneten, die teilweise schon bei zwei anderen Parteien vorher waren und jetzt halt noch einmal einige Jahre diese 8.500 Euro kassieren wollen. Viel mehr war das nicht. Da gab es keinen großen Plan. Ja, gut, das sind schon die ersten. Die letzten Abgeordneten bemühen sich krampfhaft um Aufmerksamkeit, verteilen Pfefferspray vor dem Parlament. Doch auch diese Aktion geht nach hinten los. Die Pfeffersprays sind nach wenigen Minuten vergriffen. Und was bleibt, ist Ärger. Also mit dem Anfang haben wir es nicht gerechnet. Das kann aber nicht sein. Nein, das darf nicht wahr sein. Wir werden Nachschub besorgen und wir schicken sie Ihnen zu. Bleib schon mal kurz drauf. Entstanden? Wir nehmen Ihren Namen auf, wir schicken sie Ihnen zu. Ja? Ja? Das ist ein Witz. Wir haben nicht gerechnet damit, dass so viel Andrang ist. Und wir nehmen Ihren Namen auf und schicken allen einen zu. Das ist nicht der Abgesang einer Partei, sondern das ist der Aufruf, holt mich hinüber zur FPÖ, kauft mich ein, zahlt mich anderswo, lasst mich politisch weiterleben. Mehr als 30 Millionen Euro hat der Magna-Gründer in seinen Ausflug in die Politik investiert. Schon nach drei Sitzungen tritt er als Nationalratsabgeordneter ab. Frank Stornach, ein Mann mit Sendungsbewusstsein, aber als Parteichef gescheitert. Der Kardinalfehler war, dass er in die Politik gegangen ist. Man hatte schon bei den ersten Auftritten gemerkt, das wird nichts. Oder im Gegenteil, je öfter man den sieht, umso schlimmer wird es für ihn. Vom Team Stronach werden wahrscheinlich ein paar lustige TV-Interviews ihres Gründers bleiben. Der verzweifelte Versuch, in der deutschen Sprache Politik zu erklären. Sehr viel mehr glaube ich nicht. Ich denke, das Team Stronach war und ist eine Fußnote. Das Team Stronach. Eine Frage der Zeit. Herr Stronach, eine Frage der Zeit. Zu welchem Zeitpunkt war Ihnen denn klar, das wird nichts mehr mit der Partei? Noch einmal ganz kurz zu diesem Video. Nicht? Bitte. Wir kriegen sehr viele Anrufe und Internet, also, wo viele vom ORF interviewt werden. Und sobald sie sich positiv äußern, kommt das nie hier rein. Doch, also da habe ich eine Überraschung für Sie heute, Herr Stronach. Ja, aber es natürlich versucht ja hin und wieder mal ein kleines bisschen was reinzugeben. Aber im Großen und Ganzen sind es nur negative Berichte. Schau mal, darf ich ganz kurz einmal sagen, wer ich bin? Darf ich nur ganz kurz was sagen? Darf ich aussprechen, wer ich bin? Ja, Herr Stronach. Weil die Leute wollen ja wissen, wer ich bin. Ich werde immer so her dargestellt. Faktum ist, ich bin in Österreich geboren. Nicht? Mit 21 ausgewandert, $200 in meiner Tasche gehabt, in einer kleinen Garage angefangen. Und ich habe einen Weltkonzern aufgebaut mit 135.000 Beschäftigten, 35 Milliarden Umsatz, keine Schulden. Und ich war in vielen Aufsichtsräten von Banken, Spitälern, Universitäten und so weiter und Sozialorganisation. Ich werde mir hier hergestellt, als ob ich irgendwie nicht ganz bei. Herr Stronach, Sie haben Weltkarriere gemacht. Nein, aber ihr stellt ihr, pass auf, ihr macht mich immer so schlecht. Also wenn ich manchmal Leute treffe und persönlich, also sie sind so nett und wir haben uns das Ganze vorgestellt, was wir im Fernsehen sehen. Das sind ganz negative Bemerkungen. Was habe ich gemacht? Ich habe nur investiert, ungefähr 200 Millionen an Sozialspenden gegeben. Und alles, was ich sage, ist, so kann es nicht weitergehen. Wenn wir so weitermachen in Österreich. Ja.